Afrika Cup Viertelfinale Senegal gegen Benin. Der Senegal gewinnt das Spiel 1 zu 0. Verdient, würde ich sagen, ja, doch schon. Zum Spielverlauf. In der 69. Minute macht Gueye das 1-0. In der 82. Minute gab es dann noch eine rote Karte für Benin. Verdon fliegt vom Platz. Gerechtfertigt, ja. Zu den Statistiken. Der Senegal hat 14 Schüsse in Richtung Tor. Benin 9. Der Senegal hat 4 Schüsse aufs Tor. Benin nur 3. Also schussstatistisch ist Senegal besser. 63% Ballbesitz gehen auch nach Senegal. 37 zu Benin. Also mehr Ballbesitz. Senegal hat mehr Pässe, eine höhere Passgenauigkeit. Hat öfters gefoult, muss man natürlich negativ heißen. 25 Fouls von Senegal, 22 von Benin. Aber die Fouls von Benin waren härter, denn sie haben zwei gelbe und eine rote Karte. Und der Senegal hat nur eine gelbe Karte. Allen in allen würde ich sagen, ist es ein verdienter Sieg für den Senegal. Glückwunsch fürs Weiterkommen. Damit steht der Senegal im Halbfinale. Der Gegner steht noch nicht fest. Der Gegner wird morgen ermittelt. Glückwunsch an den Senegal.